bekommt eine neue Altersrente mit 60. Altersrente nach Berufsunfähigkeit gefordert. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Der Arbeitsmarktexperte Prüssing fordert, wer die Altersgrenze gesundheitsbedingt nicht erreichen kann, sollte mit Abschlägen früher aussteigen dürfen. Wer gesundheitlich angeschlagen ist und arbeitet, soll unter bestimmten Voraussetzungen im Alter ab Vollendung des 60. Lebensjahres vorzeitig in eine Altersrente bei Berufsunfähigkeit gehen können. Angesprochen sind die Versicherten, die wegen ihrem Gesundheitszustand keinen Anspruch auf eine gesetzliche EM-Rente haben, aber wegen ihres geringeren Alters auch noch nicht in eine vorgezogene oder reguläre Altersrente gehen können. Der Prüssing schlägt eine Rente vor, die keine EM-Rente ist und die auch nicht dazu führt, dass ungeprüft große Gruppen von Versicherten in eine Frührente gehen können. Also hier soll eine mit dem vorgeschalteten Begriff der Berufsunfähigkeit soll eine Frühverrentungswelle verhindert werden. Und dazu will der Arbeitsmarktexperte das Konzept der bis zum 31.12.2000 geltenden Berufsunfähigkeit frisch aufleben lassen. Keine schlechte Idee. Berufsunfähig waren nach dem bis Ende 2000 geltenden Rechtsbeschäftigte, die aus gesundheitlichen Gründen unfähig waren, weiterhin in dem langjährig ausgeübten Beruf oder einer angemessenen alternativen Tätigkeit arbeiten zu können. Neu gegenüber dem früheren Recht wäre, nach der Idee des Arbeitsmarktexperten Prüssing, dass die Berufsunfähigkeit erst ab einer bestimmten Altersgrenze festgestellt würde. Und die neue Rente würde älteren und gesundheitlich eingeschränkten Beschäftigten einen vorzeitigen Rentenbeginn erlauben, wenn sie bereits die für eine Altersrente erforderliche Versicherungszeit, also die Wartezeit, erreicht haben oder zurückgelegt haben. Die wegen des frühzeitigen Rentenbezugs auftretenden Abschläge sollen beibehalten werden, aber nicht weiter verschärft werden. Das erkläre ich Ihnen gleich, was damit gemeint ist in den speziellen Altersrentenarten. Im Einzelfall könnte das mit Blick auf die 4 aktuell bestehenden Zugangswege zur Altersrente nach der Ansicht von Prüssing dann wie folgt aussehen. Die Regelaltersrente soll im Falle einer Berufsunfähigkeit statt mit dem 67. Lebensjahr mit dem 65. Lebensjahr abschlagsfrei möglich sein, bei mindestens 5 Jahre Wartezeit. Im Übrigen sagt der Prüssing auch, dass diese neue Komponente der Berufsunfähigkeit in den Altersrenten erst nach den erst mit den Geburtsjahrgängen nach dem 31.12.1963 eingeführt werden sollte. Deshalb auch immer die 2 Jahre Unterschied, die ich in den Altersgrenzen oder Altersrenten erkläre. Also bei der Regelaltersrente statt dem 67. Lebensjahr der Zugang schon bei Berufsunfähigkeit mit dem 65. Lebensjahr, Wartezeit 5 Jahre. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die kennen Sie unter dem Stichwort 45 Jahre Wartezeit, soll im Falle einer vorliegenden Berufsunfähigkeit für ältere kranke Versicherte mit den 45 Jahren Wartezeit dann auch möglich sein, aber dann eben 2 Jahre früher statt 65. Lebensjahr, dann mit dem 63. Lebensjahr und zwar ohne Abschläge, aber dann eben auch mit den verminderten Rentenansprüchen, weil wenn ich ja mit 63 in Rente gehe, habe ich ja geringere Rentenansprüche, als wenn ich mit 65 in die abschlagsfreie Rente gehe. Dann kommen wir zur Altersrente für langjährig Versicherte bei Berufsunfähigkeit oder Nachberufsunfähigkeit. Die soll es auch 2 Jahre früher geben als vor Vollendung des 63. Lebensjahres, also erstmaliger Zugang ab Vollendung des 61. Lebensjahres. Sie müssen dazu 35 Jahre Wartezeit nachweisen, dann natürlich auch die Berufsunfähigkeit. Und jetzt kommt's, die Betroffenen würden dann 14,4% Abschlag hier in Kauf nehmen müssen zur Rente. Warum 14,4% Abschlag? Ab dem Geburtsjahrgang 1.1.1964 würde der Abschlag bei einer Altersrente für langjährig Versicherte bei 14,4% liegen in Bezug auf die Wartezeit
oder auf die Regelaltersgrenze mit 67 Jahren. Das sind immerhin 48 Kalendermonate dazwischen. Da hier der Zugang in dieser Rente mit dem 61. Lebensjahr beginnen soll, sagt Prosig, sollte man hier die Abschläge nicht noch weiter ausdehnen, sondern bei diesen 14,4% belassen. Denn es ist ja auch eins klar, die Rente würde dann mit den Zeiten bis zum 61. Lebensjahr berechnet werden, also auch wiederum deutlich geringer sein als eine Rente mit 63 Jahren. Und last but not least, die Altersrente für schwerbehinderte Menschen, die ja praktisch auch 35 Jahre Wartezeit voraussetzt. Und die soll es dann nicht ab dem 62. Lebensjahr erstmals geben. Das gilt dann auch wiederum für die Geburtsjahrgänge nach dem 31.12.1963, sondern die dürfen dann die Versicherten nach den Vorstellungen des Herrn Prosig bei Berufsunfähigkeit schon mit 60 in die Altersrente wechseln. Auch sie würden eine Rente auf Grundlage des bis zum 60. Lebensjahr erarbeiteten Rentenanspruchs erhalten, abzüglich eines Rentenabschlags von 10,8%. Also es wird so getan, als ob der Versicherte nicht mit 60, sondern mit 62 dann in Rente geht. Es gibt auch hier keine Verschärfung des Rentenabschlags. Es würden bei beiden letztgenannten Rentenarten also keine höheren Rentenabschläge möglich sein, als wenn die Versicherten ohne Berufsunfähigkeit in die Rente hätten gehen können, und zwar zum erstmaligen Beginn. Also, meine Damen und Herren, der Vorschlag ist nicht schlecht. Man erweitert sozusagen die Anspruchsmöglichkeiten der aktuell vier bestehenden Altersrentenarten um den Begriff der Berufsunfähigkeit. Das heißt also, es werden alle diejenigen Menschen, die berufsunfähig sind, die so weit krank sind, dass sie in ihrem zuletzt ausgeübten, langjährig ausgeübten Beruf nicht mehr arbeiten können, dann hier eine Altersrente beziehen können, aber sie dennoch keinen Anspruch auf eine Rente wegen Erwerbsminderung haben. Und das ist praktisch die Idee, dass man also bestimmten Berufsgruppen hier einfach einen früheren Zugang zu einer Altersrente gewährt. Ich halte diese Idee nicht für schlecht. Sie ist sicherlich diskussionswürdig, aber man kann sie gerne aufgreifen und auch in geltendes Recht umsetzen. Näheres zum Thema Rente mit 60 finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.